Willkommen auf gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung AXA Auto und Unterwegs vorstellen. Das ist eine App zur Versicherung und die soll auch für unterwegs ein paar Funktionen bieten. Zum Beispiel hier bei dieser Auto-Anwendung die Notruffunktion. Es gibt wichtige Informationen, denn gerade in der Situation eines Unfalls muss man natürlich einige Dinge beachten. Sollte möglichst keine Fehler machen, damit das mit der Versicherung auch alles glatt abgewickelt wird. Und da gibt es nochmal so einen erweiterten Kundenservice hier von AXA und ja, wir wollen die einzelnen Sachen hier teilweise mal durchgehen. Das erste nennt sich hier zum Beispiel Notruf. Wenn man darauf klickt, dann bekommt man hier natürlich ein paar Infos angezeigt. Man kann hier oben rechts erstmal einstellen, wo man denn gerade ist, zum Beispiel in Deutschland. Das kann ja auch mal theoretisch im Ausland sein, wenn man in Frankreich einen Autounfall hat oder sonst was. Dann gibt es hier Informationen zum Notruf, also hier zum Beispiel die Telefonnummern. Zum Pannendienst wird einiges angezeigt. Dann gibt es noch einen AXA Glaspartner und zum Beispiel noch einen Zentralanruf der Autoversicherer. Schadensmeldung ist ebenfalls möglich unter der Telefonnummer. Da ist man natürlich dann bei AXA versichert und wird dann dementsprechend weitergeleitet. Es gibt hier zusätzlich noch ein paar mehr Punkte, zum Beispiel hier den Bereich Schaden aufnehmen. Dazu ist das Ganze hier passwortgeschützt. Wir können euch das aufgrund von Datenschutzgründen, sage ich mal, leider nicht genau zeigen, aber hierhinter ist es halt möglich, ja, einen Schaden aufzunehmen. Da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel die GPS-Funktion orten zu lassen, damit dann wirklich alles hundertprozentig eingetragen wird. Es gibt hier noch eine Kalenderfunktion, in der man sich wichtige Termine markieren kann und noch zusätzlich das Plus von AXA, das ist ein bestimmt geschützter Bereich. Zusätzlich gibt es hier eine Taschenlampe, das ist natürlich auch ganz praktisch. Man kann die zum Beispiel ganz einfach einschalten und vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Ein bisschen sieht man es. Da wird dann natürlich die Taschenlampe, also der Flashlight, also die LED von der Kamera genutzt, um dann halt wirklich ein bisschen helleres Bild zu gestalten und das dann ganz einfach als Taschenlampe zu missbrauchen in dem Sinne. Es gibt hier zusätzlich, das finde ich ist eigentlich mit der wichtigste Bereich, natürlich ist Kundenservice wichtig, aber hier noch ein Bereich Erste-Hilfe-Tipps, denn da gibt es natürlich auch einiges zu beachten. Ist immer schade, wenn da was schief geht, denn wenn da was schief geht, sind es meistens Fehler, die man hätte beheben können. Und hier gibt es zum Beispiel Informationen, was tun bei einem Unfall. Das Ganze ist hier so durchgeleitet, also da kommt man auch mit Stress, denke ich mal, ganz gut klar. Ein paar Infos gibt es hier noch, Erste Hilfe, die wichtigsten Grundregeln. Ja, was können Sie tun? Da gibt es sogar Bilder angezeigt. Also es ist toll, dass es hier diese Anwendung gibt, wie ich finde, die auch Leuten, die keine Ahnung haben, mal ein bisschen zeigt, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert. Sind an sich leichte Handgriffe, aber unter Stress und so weiter ist es vielleicht ganz gut, wenn man dann auch eine App hat und das dementsprechend rausholen kann. Zusätzlich gibt es hier natürlich noch Verknüpfungen zu AXA-Anwendung. Hier Schadensservice 360 Grad gibt es, Werkstattsuche ist möglich, Vorteilsangebote gibt es hier zum Beispiel auch. Da gibt es dann ein paar Infos zu. Man kann sich hier natürlich auch einloggen mit dem eigenen Profil. Finde ich auch ganz gut, dass das möglich ist. Wie gesagt, können wir euch das hier gerade jetzt nicht so im Detail zeigen. Auch hier ist ein Login möglich, nötig bei Schaden melden. Aber sonst finde ich, ist das eine gute Anwendung oder auch eine gute Idee. Gibt es auch von anderen Versicherungen, aber da geht AXA mit einigen mobilen Anwendungen für unterschiedliche Bereiche ziemlich gut voran. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.